Hallo ihr lieben Früchtchen und Vampire da draußen und herzlich willkommen zum nächsten Part von unserem Halloween-Special mit Dead by Daylight. Ganz genau. Alles zu anstrengend hier. Nee, ich war nur gerade verwirrt, weil Belmont was gesagt hat, aber ich habe ihn nicht so ganz verstanden. Irgendwas mit Darkness auf jeden Fall. Darkness wird uns nicht besiegen oder was auch immer in der Art. Okay. Ich bin größer als die anderen, Ja, zumindest ein bisschen. Ja, auf jeden Fall herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight und wuhu. Diesmal haben wir einen anderen Bot dabei, und zwar die liebe Claudette. Und der Milan ist der Killer diesmal. Richtig. Ich meine, Vögel sind auf jeden Fall sehr angriffslustig, deswegen müssen wir uns in Acht nehmen. Wieso Vögel? Ja, Milan. Achso. Wobei, was hat Milan mit Vögeln zu tun? Ist doch ein Vogel. Echt? Das ist richtig. Okay. Hast du dir deswegen eigentlich den Namen ausgesucht oder hat es andere? Das ist richtig. Ah, siehst du. Der Investigativ-Detektiv ist wieder da. Und diesen Killer kenne ich auf jeden Fall noch nicht. Demogorgon. Habe ich mir auch vor einer Stunde erst gekauft. Fast verstanden. Für wie viel Euro? 50? Boah, ich habe 10 Euro investiert und glaube ich 3 Killer davon gekauft. Ah, okay. Immerhin dann 3. Ich dachte schon, 10 Euro für einen, das ist aber happig. Das müsste auf jeden Fall eine Alien-Welt hier sein, so wie das hier aussieht. Alles voller Pilze und komischer Pflanzen. Oder das ist der Demogorgon sogar. Müssen wir jetzt Huhn lösen? Okay, das ist gut zu wissen, weil ich hätte wieder nach Generatoren Ausschau gehalten, dann hätte ich die gar nicht gefunden. Oh, coole Mucke. Was haben wir denn hier alles schon? Sehr mysteriös. Und ich habe bisher noch nichts gefunden, was ich hier... Ja, das sind doch Generatoren. Okay, wer auch immer gerade diese Truhe geöffnet hat, was war da drin? Das könnte auch so eine Avatar-Karte mit FSK 18 sein. Okay. Nein! Nein! Das sind immer die einzigen Geräusche, die man von Annie hört. Die ganze Brüche dann so, nein! Schon sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Ich suche ein anderes Opfer. Aber die arme Annie stirbt immer relativ schnell. Wir müssen ihr helfen. Irgendwie ja. Aber der Killer hat wenigstens von mir abgelassen. Ja, das ist schon mal gut. Er wollte schon einmal ein bisschen grabbeln. Ich bin auf jeden Fall schon mal gut dabei hier. Bis jetzt hat mich auch noch niemand entdeckt. Und ich finde keinen Generator. Das ist blöd. Warst du an der Kiste gerade? Wir sind ja in Weiß. Okay. Ich hab irgendwas Unschönes gehört. War es vielleicht sogar die KI, keine Ahnung. Bonuspunkte bzw. Kooperationspunkte. Ich bin angeblich wieder tapfer gewesen. Das ist sehr, sehr tapfer. Oh, hier sind irgendwie Flugsaurier am Himmel oder sowas. Vielleicht ist aber auch nur ein geflügelter Dämon, ich weiß es nicht. Oder ein Vogel. Das ist ein Vogel, das ist ein Flugzeug. Ein geflügelter Milan, ja. Könnte auch nur Geier sein, vielleicht. In dem Fall wahrscheinlich nicht dazu sagen muss, weil Milan immer geflügelt sind. Im Normalfall schon. Wäre komisch, wenn nicht. Was ist denn hier? Werkzeugkiste. Soll ich eine Werkzeugkiste aufsammeln? Bringt das was? Ich glaube, damit kannst du halt irgendwas machen, wenn dein Generator beschädigt ist, den trotzdem dann irgendwie reparieren, damit du weitermachen kannst oder so. Keine Ahnung. Na gut, dann nehme ich den mal mit. Gegenstände nicht in jedem Spiel hilfreich? Ja, ja, schon. Ich glaube, da stand jetzt dabei, dass man den Generator etwas schneller damit auch lösen kann. Oh! Wir waren 1000 Füße. Oh! Oh, oh. Okay, alles gut. Ja, wieder ich. Ach, ups, ja, ja. Ich sehe die anderen überhaupt nicht. Ja, wo ist denn der Rest von den Generatoren? Ich finde nichts mehr.
deswegen. Da rennt jemand weg. Scheiße, oh, das ist ja voll doof jetzt. Das ist unglücklich. Was bist du denn für ein hässliches Viech? Sie hat mich beleidigt. Ja, mein Killer war viel schöner, ne? Ich meine, der Killer hat auch einen geilen Arsch, verstehe mich nicht falsch. Ja, jeder hat einen geilen Arsch. Und habt ihr eigentlich schon vom Boden aufgekratzt? Nein, scheinbar nicht. Das wollte ich, aber ich wurde vorher gefunden vom Killer. So. Das ist ja doof gelaufen. Ja, das ist richtig. Ihr liegt beide am Boden oder was? Was ist mit euch los? Ja, ein hängt am Haken. Ja, okay. Aber beide hier richtig am Ablösen. Und das ich als Vampirjäger, was bin ich denn für ein Jäger hier? Keine Waffe, keine Peitsche, kein gar nichts dabei. Ich bin ja auch kein Vampir. Ja, das ist das Problem. Ja, genau, das ist das Problem. Ist ein Vogel. Er hat einen Vogel. Ich möchte eher so als Pflanze betrachten. Okay. Achso, der Killer, ja, okay. Ja. Was ist jetzt dein Name? What's your name? I already told you my name. I already told you, man. Am Ablösen, die beiden. Ja. Ich hab mich bisher ganz gut geschlagen, aber jetzt bin ja nur noch ich übrig. Das ist blöd. Was mit der KI? Ja, die zählt nicht. Ist ja kein Spieler. Ja, Leute, es sieht nicht gut aus, ne? Die KI wird uns wahrscheinlich nicht retten, weil die ist immer zu blöd dafür. Nee, die rettet gerade mich. Ah, okay, echt? Und eben hat mich die KI gerettet, also die war eben ganz nett noch. Natürlich war der direkt ein Haken. Ja, wo seid ihr denn? Woanders. Ja, wo ist sie denn? Ich hab Süßigkeiten, kommt zu mir. Helft mir. Hast du mir eben gar keine von abgegeben, schäm dich. Ich habe auf jeden Fall schon zwei Generatoren gelöst, also langsam müssten die Tore zu öffnen sein. Hey, warum zweimal? Jetzt muss ich mich entscheiden, ob links oder rechts. Oh nein, das ist eine schwere Entscheidung. Ich hab mich für links entschieden. Nein! Natürlich laufe ich dir genau in die Arme, ja geil. Das, okay, ja, uns fehlt irgendwas auf jeden Fall. Ich hab die Süßigkeiten gerochen, die nicht da waren. Was fehlt denn noch? Das geht doch nicht. Ein Generator ist noch auf dem Dach. Ja. Merke ich gerade auch. Und meiner meint die ganze Zeit rum. Halt mal deine Schuhe. Mit diesem Gejammer. Oh je. Anita. Also, wer von euch ist die Frau? Also, ich manchmal, aber jetzt gerade nicht. Manchmal Naomi und manchmal I'm Mary. Ja, richtig. Ja, Flucht. Flucht. Ich glaube, das wird nicht so erfolgreich, die Runde. Oh, wen haben wir denn da? Nein! Geh weg! Jesus, das werde ich mal in Ruhe lassen. Verschwinde! Lass ab von mir! Als ob du immer noch so nah da dran bist. Ich hab dir doch sogar so eine blöde Holzattrappe in den Weg gestellt. Ja, aber ich hab eine Abkürzung gefunden. Ja, super. Durch ihn durch! Das sieht gerade nicht gut aus, Leute. Ja, ich bin am Boden. Nur weil er tot ist, werdet ihr jetzt verlieren. Wow, danke. Ich hab gerade jemanden gerettet, nur zur Information. Natürlich ist hier direkt wieder ein Haken. Ja, als ob! Ich hing erst zweimal am Haken und hab nie einen Befreiungsversuch gestartet.
trotzdem werde ich jetzt hier direkt angegriffen, Frechheit. Wo ist denn der... Habt ihr jetzt den letzten Generator gefunden, oder? Den habe ich gerade fertig gemacht. Ah ja, sehr gut. Der arme Generator, er wurde fertig gemacht. Ja. Hey, wir! Wer soll da bleiben? Hm. Weiß ich nicht. Das Medien in roten Oberteil. Das ist wahrscheinlich die KI, oder? Oh, nein, das ist Annie, okay. Das bin ich mit Rot. Das bin ich mit. Komm her, du Schleimwurzi. Du Schleimwurzi. Er ist so schleimig. Ich habe einen Ausgang geöffnet. Das ist schlecht. Und ich habe den anderen geöffnet, beide sind offen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also ich wäre bereit rauszugehen, aber... Tschö mit Öl. Annie, du rennst einfach raus. Okay, dann renne ich jetzt auch raus. Tschö. Ich war halt schon öfters am Haken und so, ich bin fast gestorben eben, deswegen ich konnte kein Risiko auch mehr eingehen. Ja, ja, ich hänge auch schon zweimal dran, deswegen. Yay. Sag mal, weiß die KI überhaupt, wo es hingeht? Wahrscheinlich, aber... Ja, ich weiß, wo es hingeht. Sehr schön. Yay! Aha, ich habe am meisten Punkte. Scheiße, nee, doch. Scheiße. Die KI hat am meisten Punkte. Ich habe am meisten Punkte von uns. Ja, verflucht. Die KI ist immer am besten. Man hat keine Chance gegen sie. Ist halt wirklich so. Ich glaube, die hat in jeder einzelnen Runde am meisten Punkte. Wow, ich habe es mal lebend aus einer Runde geschafft. Haben sie jetzt alle geschafft? Ja. Yay! Yeah. Der Lilan lässt nach. Ja, ist, die Spezialfähigkeiten noch nicht so ganz durchgestiegen. Ja, okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, was ist erstmal mit dem Part und wir würden uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen hoch hinterlassen würdet und uns abonnieren würdet und die Glocke aktivieren würdet. Und dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Genau. Und Belmont hat gerade schon sehr schön gesagt, oh, bin ich zu spät gekommen? Ja, vielleicht. Aber es wurden doch alle gerettet, deswegen halb so wild. Alles klar, ihr Lieben. Dann hinterlasst uns gerne, wie gesagt, ein Däumchen nach oben. Er hat es eben schon gesagt. Und ja, bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Bye, bye. Ciao.